Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons Dragons and Space Shuttles. So, mein Petite Tata Gem ist voll. So, jetzt können wir den endlich mal upgraden. Mit, was bist du? Okay. Mit und da. Ein Stückchen Wille. Lapis, Redstone, Dia. Lapis. Oh, halt. What the hell? Auch das geht nicht. Wie kriege ich einen Lapisblock einfach? Combiner, Tiberium Block. Tiberium Block. Combiner. Factory Factor. Factorizer. It's various items. Okay. Dann muss ich den mal eben machen. Super nervig. Super nervig. Da. Bist du an? Nein. Gut. So. So viel dazu. Bladibla. Später. Also dann Advanced. Advanced. Ein Servo. Factorizer. Eisenbronze. Eins, zwei, drei. Hab die. Dann Pistons. Normale oder Sticky? Normale. Hallo? Habe ich noch? Dann Cleaning Tube. Dann zwei Kisten und ein Motor. Habe ich, glaube ich, sogar noch. Habe ich nicht. Komisch. Ich höre Dinge. Ich höre komische Dinge. Okay, Motor. Motor. Zwei Copper Coils, dies, das, jenes. Zwei Kisten, dann habe ich gesagt. Chest. Meine Dingsies, Bumsies. Und Dangerlings, nein, hopp. Hatte ich nicht meine Tür hier? Warum entfleuchten meine Schafe schon wieder? Diese Viecher sind echt scheiß buggy, kann das sein? Hier ständig durch die. Ich meine, die sind ja auch. Ich habe ja auch die braunen und weißen Schafe getrennt gehabt und sind ja trotzdem. Haben sich erstmal vermischt. Durch die Zäune. Dann sind die braunen. Ah, ne, da vorne ist auch ein braunes. Ist ja gut hier schon. Immer gleich so angemeckert von diesen Schafen. Furchtbar. Furchtbarlich. So. Halt. Gut, habe ich alles? Hoffe doch. So. Du kommst erstmal. So, da bist du. Ah, Combine, Split. Cool. Nice. Brauchst du überhaupt Strom? Nö. Brauchst du nicht. Dann. Kommst du ins Ehreneck? Und zwar dahin. Ich glaube, ich brauche dich öfter. Cool. Okay, cool. Cool, Kanye. Also, dann brauche ich noch einen Redstone-Block. Darf ich dich wenigstens zusammenpacken? Oder warst du auch? Nee, du warst nett. Du bist nett. Tartatik. Gemmel. Redstone, Gold, Lapis, Glas.
Redstone. Gold. Lapis. Glas. Nö, Sand. Hatte ich nicht gerade? Ja, wollte gerade sagen, ich habe daraus gemacht hier. Das darf gerne alles mit. Okay. Was ist das? Ach, Glas, ne? Glas. So, dann brauche ich außerdem noch den Lapis-Block. Ja. Den Redstone-Block. Und Diamanten. So. Allererst ist der kleine. Was ist das? Ein, ne? Hm. 64, okay, gut, dann ist nicht so schlimm. Dann kann ich das reindingseln? Nein, kann ich nicht. Ich brauche 60 mindestens. Mhm. Und da wird mir. Den brauche ich hier doch da. Das, das, das. 40 abziehen. Boom. Und dann. Shift-Rechtsklick gedrückt halten und übertragen. Leer. Voll. Den können wir später noch weiter verkraften. Wunderbar. So. Damit haben wir den Quest auch fertig. Das Ding ist letztens aktualisiert. Genau. So. Kabel. Ganz viel Gold und Pfeile des Todes. Potentia Sphere. Das Blödsinn zu make an Ender Pearl. Okay. Lava Crystals to replace Fusors and Furnaces and Engines. Has to drain 25 life from Player Network. Ja. Also, der Lava Kristall ist quasi eine Art Furnace und Co. zu heizen, also ein Brennstoff, der uns Leben abzieht aus unserem Blutnetzwerk, worüber ich letzte Folge gesprochen habe, statt eben Haltbarkeit. Das heißt, hätten wir gerade eine Möglichkeit, unser System stetig mit Blut zu füttern, könnten wir das nehmen, um Sachen zu, ja, mit Brennstoff zu beliefern. Aber brauchen wir gerade nicht, aber wir brauchen es trotzdem für zukünftige Dinge. Incense Burner. Incense Burner? Achso, der Incense Burner, genau. Lava. Kristall. Wie baue ich dich? Ach so. Das ist ja easy. Oketto. Stabilized Redstone. Warte mal. Oh, du bist ziemlich voll. Sorry. Aber kann gar nicht so viel mit dir anfangen. Habe ich noch irgendwo? Ich habe noch. Ja, natürlich habe ich noch Lava da. So. Dann. Brauche ich nur noch meinen. Orb. So. Okay. Ja, danke schön. Incense Burner. Tranquility. Incense Burner. Mhm. Incense Burner. 2 Potentia Spheres, eine Menge Gold und 2 Dark Gems. Slime Ball. Gut, das ist easy. Warte mal, ganz kurz aufräumen hier. Gold werde ich brauchen. Das nicht. Das ja. Das nicht. Das auch nicht. Das. What? Okay, gut. Ich konnte nicht rein Shift klicken. Das war ein wenig merkwürdig. 2 Goldblöcke. Gold. Das ist toll. Gut. So.
Dagen. Fertig. So. Der Incense Altar ist ein ganz, ganz tolles Gerät, was uns Blood Magic technisch sehr, sehr weiterhelfen wird. Hm? Warum kam deiner zurück? Keine Ahnung. Nun denn. Noch mehr Insulated Cable? Warum kriege ich Kabel dafür? Warum ist hier ein Fragezeichen? Ach so. Aha. Ach, die Values stehen dran. Das ist ja schön, ist das. Ach so, deswegen. Also, der Altar. Kann ich hier schon bauen, die Blöcke? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein normaler Altar. Ich soll erst T0 anfangen. Also. Man kann in Blood Magic sein Blutoutput, also seinen Player-persönlichen Blutoutput erhöhen, indem wir uns quasi harmonisieren mit der Umgebung. Tranquility. Und das machen wir, indem wir diesen Altar aufsetzen und hübsch machen. Ja, dabei geht es wirklich um, erstmal hübsch machen halt, ne? Ich brauche nur irgendwo ein bisschen Platz dafür. Ich glaube, hier ist erstmal okay. Die Junipers müssen weichen. Schnauze? Wie wär's damit? Hm? Ich könnte aber auch das Ding hier nebenstellen. In diese Richtung. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwann mal irgendwo eine Schaufel. Ja. Verdammt schnelle Schaufel. Mhm. So, und dann würde ich sagen, schlechtes Ding. Irgendwie halbwegs. Ja, ist okay. Also. Erstmal. Machen wir hier kurz ein bisschen Platz. Mhm. Das Ding ist scheiße schnell. Jesus. Okay. Ja, nee, ganz genau. Also. Dafür brauchen wir unser Pixar-Gerät. Pixie-Pix. Moment. Ich will mal diese Tür aufmachen. Muss ganz kurz die Seeds wegbringen. Sonst kriege ich einen Anfall mit so vielen Seeds im Inventar. Mist kann erstmal weg. Das kann weg. Okay. Okay. Dann, weg. Ja. Okay, so. 5 Punkte hier, das ist nur quasi eine Infoseite. Okay, Claim. Und Tier 2, Alter, ganz genau. 8 blanke Runen. Kommt sofort. Erstmal wollen wir also den Installer, warte mal, ganz kurz nochmal kurz nachlesen. 20% Self-Sacrifice. Mhm. So, kann ich schon das nächste bauen? Also, wenn wir mal at Blood Magic gehen, haben wir irgendwo hübsche Wege. Die sind hier, genau. Holzpfad, Steinpfad, Obsidianpfad. Wir fangen damit an. Apprentice. Absolut. Wie viel waren das? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal ganz kurz einmal das Bild nach, weil die sind nämlich nicht alle gleich lang. Blood Magic Tranquility. Das ist 3. Dann 4, dann 2. Was eine doofe Reihenfolge. Okay, ja. 1, 2, 3. Gut. Das heißt, ich brauche. Was? Geht es in dem Dingens nicht, oder? Oder wie, oder was? Doch zu niedrig. Moment. Magician's Apprentice. Ach, Apprentice nicht.
Du warst auch nicht anders, nein. Stein. Zwischen Archmage Master. Gut, das heißt, ich muss auch nächsten Dings erst bauen. Gut, aber es geht trotzdem. Ich wollte meinen Dagger noch besorgen. Dagger of a Sacrifice. Essen. Da. So. Der Dagger tut jetzt schon leuchten, wie ihr gesehen habt, weil ich... Scheint ist es nicht an den Dagger gebunden, sondern an den Spieler. Also, wenn wir jetzt hier hingehen, unser Divination Set nochmal rausholen, dann sehen wir, hier steht, dass du nicht funktionierst. Why? Warum tust du nicht... Da. Oben links, Tranquility 0, Bonus 20%. Also wir kriegen jetzt 20% mehr Blut, wenn wir uns jetzt hier selbst pieksen, als wie wenn es nicht entschadet wäre. Und wir können alles auf einmal hier rein packen. Heißt, ich überlege gerade, ob das Sinn macht, weil das Ding gerade relativ voll ist. Ich will es nicht überfüllen, das wäre Verschwendung. Und ich sollte gleich was essen. Gut, Moment. Wir machen eben kurz ein paar Steinchen. Down. War das richtig oder war das Kobbel? Slate. Blank Slate. Compressed Stone. Yes, okay. Und wie viele Slates brauchen wir? Wir brauchen, so wie ich denke, 16 Slates eventuell. Blank Rune. Was? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Okay, das ist... Puh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2. Das ist verdammt viel. Nun gut, wie lange dauert es? Ich hoffe, das geht noch dementsprechend schnell. Wahrscheinlich auch nicht. Toll. Wir gucken mal. Na, geht ja. Und Peaks. Gut. So viel dazu. Regen. Was bist du? Und, ja. So viel dazu. Jetzt können wir wieder hingehen. Und unseren Dagger aufladen. Wir haben jetzt Soulfray für ein paar Sekunden gehabt, damit wir es nicht quasi spammen können. Und, das heißt jetzt, machen wir jetzt mal einen stundenlang weiter. Toll. Nun denn, ich wollte es ja so haben, nicht wahr? Und wir müssen auch noch gucken, dass wir bessere Sachen zu essen kriegen. Erstmal für besseres Essen und für mehr Herzen. Mehr Herzen wir haben, desto mehr Blut können wir auch speichern, von daher. So, ich habe jetzt noch Soulfray drauf. Wenn ich jetzt das machen würde mit dem Dagger, würde ich quasi nichts bekommen, weil ich noch Soulfray habe. So. Schön, schön. Die muss ich wieder füllen dann für zukünftige Dinge. Den nächsten Blood Orb. Den nächsten Blood Orb brauche ich. Apprentice. T2. 10.000 LP und ein Diablock. Gut, das ist nicht so teuer. Wie es vielleicht klingt. können wir region-technisch eigentlich irgendwas machen? Außer, das Ding ist bestimmt scheiß teuer, nehme ich an. Diamantine? Das ist überhaupt nicht teuer. Gastiers? Voll nicht teuer. Ach, Blazes kostet das Ganze. Na gut. Aber wir könnten Blazes anbauen. So ist er nicht. Bin versucht. Ist da ja gut, den kriegen wir nicht. Gut. Regen. Du tust zwar nicht leuchten, aber du bist umrandet. Ja, gut. Also würde ich sagen, mache ich zwischen den Folgen. Let's. Yay. Heute. Und dann können wir auch erst den T2-Orb machen und. Ja. Genug drin? Nein. Ach, dammit. Okay.
Ach, da steht's. 500. Das reicht nicht. Okay, also 16 für 2. Das heißt, 1 Million ungefähr. Für die Blank Loons. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.